Also da muss ich zum Beispiel, da muss ich jetzt was gestehen. Ich war vorher gegen diese Quote, ich war immer ein großer Gegner davon, weil ich immer gesagt habe, eigentlich ist das ja doch, sollte das so selbstverständlich sein, ja, dass es keine Rolle spielt, ob man nun ein Mann oder eine Frau ist. Aber habe dann eben auch gesehen, dass es leider viel zu lange dauert. Ja? Und deswegen bin ich heute jemand, der sagt, wir sollten das machen. Und wir sollten das aber dann sozusagen, dieses Gesetz mit so einem Verfallsdatum da versehen. Also wir sollten sagen, dieses Gesetz, so eine Quote gilt für 10 Jahre. Weil ich glaube, wenn die Menschen mal sehen, wie wichtig, wie gut es ist, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, dann brauchen wir auch gar keine Quote mehr. Deswegen bin ich heute für eine Quote, ich finde die richtig. Aber ich finde auch, wir sollten die irgendwann wieder abschaffen können, damit wir sehen, dass es auch besser ist so. Eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten. Es ist irgendwie peinlich, dass man im Grunde genommen dann über die Quoten gehen muss. Aber es zeigt sich, man muss es. Also die SPD hat 88 die Quote in Münster auf dem Parteitag eingeführt. Stimmt, da war ich auch als Gast dabei. Und wir haben es jetzt, 88, das ist das passiert. Und wir haben jetzt erstmal in Berlin bei 12 Bundestagskandidaten 6 Frauen und 6 Männer in Berlin. Also vorher war das auf der Liste und die Liste ist jetzt auch quotiert, Reißverschluss, finde ich einen vernünftigen Ansatz. Das ist eine interessante Frage. Wir diskutieren ja viel über Frauenquote, gerade aktuell über Frauen in die Aufsichtsräte, weil das sind Gremien, wo es ganz wenig Frauen gibt. Es gibt Aufsichtsräte von 20 Leuten, da ist gar keine drin oder in manchen 1 oder 2. Da finde ich das gut, dass man sich da anstrengt. Und jetzt ist ja die Frage sozusagen nach der Konsequenz für alle Berufe. Kindergärten, Schulen, Krankenschwestern. Ich finde, da muss man ernsthaft drüber nachdenken, ob man das da macht. Eigentlich fände ich gut, wenn man in jedem Beruf das ohne eine gesetzliche Regelung hat. Leider ist es so, dass bei den Berufen, die gut bezahlt werden, vor allen Dingen Männer sitzen. Bei den Berufen, die schlecht bezahlt sind, vor allen Dingen Frauen. Und weil das von allein nicht geht, bin ich durchaus jemand, der sagt, da müssen wir mit Gesetzen nachhelfen. Also ich finde Quoten gut. Aber wenn ich jetzt sage, ab morgen gilt die Quote und dann habe ich aber vielleicht gar keine Jungs, die im Kindergarten arbeiten wollen und mache einfach ein Drittel der Kindergärten zu, das wäre unglücklich. Also von der Tendenz her, finde ich, sollte man das machen. Wir sollten uns eine Frist setzen, bis zu der das erreicht werden kann. Irgendwann ist dann ja so, vielleicht sind dann ja nur 30, also sind also sogar mehr als 30%. Genau. Genau. Also gerade in den Erziehungsberufen im Kindergarten oder in Schulen ist es ja so, da sind vielleicht in der Tat, sagt man ja, sind zu wenig Männer da, weil das bisher immer Frauenberufe waren. Es gibt andere Berufe, wo kaum Frauen sind. Und deswegen finde ich es richtig, dass da mehr Männer reinkommen. Aber das, natürlich braucht man auch gerade zum Beispiel in den Erziehungsberufen, braucht man natürlich auch viele Männer, die den Beruf machen wollen. Also wenn es zu wenig gibt, die den Beruf ausüben wollen, dann kann man auch nicht 30% an Quote machen. Also man muss auch dafür werben. Aber ich finde das richtig, dass wir das machen. Aber ich finde eben auch so, dass wir irgendwann auch so viel argumentieren sollten und so viel überzeugen sollten, dass wir die Quoten nicht brauchen, weil eigentlich bin ich gegen Quoten. Also ich gehe davon aus, es gibt gute Männer als Erzieher und es gibt auch gute Frauen als Ingenieurinnen und diese Klischees halte ich eigentlich von gestern. Geh wählen, Mensch!